Holt Bayern ein brasilianisches Top-Talent? Laut Insidern scouten die Münchner derzeit Breno Bidon. Der Brasilianer spielt derzeit in der U20 von Sao Paulo und überzeugt dort durch sein trickreiches Spiel als offensiver Mittelfeldspieler. Bidon hat international das Image eines Straßenkickers. Über eine Ablöse für den 18-Jährigen ist nichts bekannt. Was denkt ihr?